Die ersten Spoiler zum Kapitel 1085. Hier neues Kapitel, neuer Fall, neues Glück. Wie immer für euch nach dem Intro. Komm mal Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich mit euch über das bald erscheinende Kapitel 1085 in Detektiv Conan sprechen. Wie immer gibt es natürlich bereits im Vorfeld einige Spoiler. Bevor ich direkt aber loslege, möchte ich hier nochmal mit euch eine kurze Zusammenfassung des letzten Falls machen. Wir erinnern uns zurück, Präfekturgrenze Gunma und Nagano, mehrere Polizisten sind involviert. Hauptaugenmerk lag auf jeden Fall auf der Dreiecksbeziehung von Yamamura, dem Polizisten, Hiromitsu aka Scotch und Kome. Denn es kam heraus, dass Yamamura und Hiromitsu damals als kleine Jungs miteinander gespielt haben. Wir haben sich beim Käfersammeln mehr oder weniger verstanden und angefreundet, waren dann auch sehr gut befreundet, haben dann auch ein Versteck gebaut. Und Kome ist natürlich auch ein Polizist, aber auch der Bruder von dem verstorbenen Hiromitsu und Scotch. Sehr, sehr traurig, viel Background-Information. Man hat dann auch erfahren, dass Hiromitsu sogar kurz bevor er gestorben ist, nochmal in dieses Versteck zurückgekehrt. Kome weiß natürlich, dass sein Bruder tot ist, aber er wollte es Yamamura nicht sagen, denn er hing wirklich sehr an. Also ein bisschen Background-Information dazu, natürlich immer im Zuge der ganzen WPS-Informationen, weil im nächsten Kinofilm 25 The Bride of Halloween definitiv auf WPS im Mittelpunkt steht. Kommen wir also nun zum neuesten Kapitel 1085 und zu dem neuen Fall. Es geht ganz cool los, Conan, Kokoro überlegen, okay, wo könnten wir denn essen gehen? Kokoro hat dann aber noch einen schönen Gutschein, aber leider war der Platz ausgebucht. Ja? Dann sind wir auf einer Party. Das ist aber keine unbekannte Party oder nicht irgendeine Party, sondern es ist auch ein Maskenball. Und es ist auch kein normaler Maskenball, nein, es ist nämlich etwas viel weitreichenderes, etwas viel traditionelles, nämlich handelt es sich hierbei um eine Omiyai. Eine Omiyai, müsst ihr euch so vorstellen, hat japanische Tradition, ist japanische Tradition und ist im Endeffekt so eine Party, ein Treffen, was der Ehevermittlung dient. Das heißt, dort treffen sich sehr viele Leute in der Hoffnung, vielleicht ihren potenziellen späteren Partner zu finden. Ja, meistens sind es schon Leute, die mehr oder weniger Interesse haben, sich aber noch nicht kennen. Ja, das heißt, es sind quasi, man hat gesagt, komm, wir heiraten, aber lass uns erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Und deshalb werden diese Omiyais abgehalten. Meistens von den Eltern, die jetzt Kinder haben, die sind dann in einem Alter von so 22, 23, 24, 25 Jahren. Und dann haben dann die Eltern Angst, oh Moment mal, mein Kind ist schon so alt, hat aber noch keinen Partner, Partnerin. Vielleicht werde ich niemals Enkel kriegen, beziehungsweise mein Kind keine Kinder. Also werde ich hier mal ein paar Omiyais machen, so dass dann meine Tochter, beziehungsweise mein Sohnemann verheiratet wird und dann im besten Falle mir ein paar Kinder, beziehungsweise Enkelkinder schenkt. So weit, so gut. Ja, und wir wissen auch, dass diese Omiyai nicht von irgendwem abgehalten wurde, nein, sondern von der Familie Yokomiso. Es geht hier nämlich um Yugo, der wahrscheinlich bald unter die Haube soll. Das ist aber längst nicht alles, denn Shihaya taucht auch auf. Ja, wir haben ja also nicht nur Yokomiso, der ja bekannt ist in Detective Conan, sondern auch Shihaya. Woher kennen wir beide? Da gibt es nämlich auch einen ganz konkreten Fall, nämlich die Entführung von Professor Agasa startet mit Kapitel 1073, endet mit 1075. Shihaya ist nicht irgendeine Frau, nein, sie heißt nämlich Shihaya Hagiwara, ist also demzufolge die Schwester von Kenji Hagiwara, der damals bei einer Bombenexplosion ums Leben gekommen ist, auch ein Mitglied von WPS der Wild Police Story war. Das heißt, sie ist die letzte Überlebende aus dem Zirkel neben Amuro aka Bourbon. Sehr, sehr nice und wir wissen auch, dass Yugo und Shihaya irgendeine Verbindung schon im letzten Fall hatten. Aber wir konnten das nie so genau deuten. Ja, es war sehr, sehr oberflächlich und ich hoffe natürlich hier, dass wir in diesem Fall, in diesem Kapitel natürlich irgendwie Antworten kriegen. Ja, vielleicht werden die ja dann irgendwann heiraten, wäre auf jeden Fall ziemlich lustig. Auf jeden Fall hat dann Yugo Shihaya gesehen und ist dann übelst ausgeflippt, hatte übelst Angst, hat sich erschrocken und Shihaya hat dann nur so ein bisschen gelächelt und hat dann auch in ihren Gedankengang so ein bisschen an Matsuda gedacht, ja. Sehr, sehr nice. Das heißt also, wir haben hier wirklich eine sehr, sehr schöne Verbindung zu WPS. Klar, WPS, Bride of Halloween, wie bereits erwähnt, es ist immer noch sehr, sehr wichtig zu wissen, dass Detective Conan immer Charaktere vorbereitet, ja, Storylines vorbereitet, die natürlich im nächsten großen Kinofilm eine Rolle spielen, was mit WPS definitiv hässlich ist. Es ist aber nicht nur eine wunderbare Omiyai, wo Leute
miteinander dann auskommen sollen und vielleicht sogar verlobt, verheiratet werden. Nein, am Ende gibt es nämlich sogar noch einen Mordfall. Hier wurde nämlich eine Frau erschossen, ja. Sie hat auf jeden Fall ein paar Kugeln bekommen in die Brust. Die Waffe wurde auf den Tisch geworfen, alle natürlich in Aufruhr. Es muss natürlich herausgefunden werden, wer ist der Täter, was für Motiv gab es. Und das Schöne ist natürlich hierbei, wir müssen uns immer vor Augen halten, es gibt eine Omiyai. Und Hugo war ja sehr, sehr frustriert, beziehungsweise überrascht, ein bisschen ärgerlich und hat sich gefragt, okay, was macht denn Shihaya hier, ja? Kann also wirklich sein, dass die Eltern so ein bisschen, ihr wisst schon, was ich meine, so ein bisschen hinterrücks geplant haben, dass die vielleicht dann bald irgendwann heiraten. Aber das ist ja an der Stelle natürlich ein bloßer Gedankengang meinerseits. Wir wissen natürlich auch, dass Conan und die anderen dann auch auf dieser Omiyai sind. Denn wir hatten natürlich ja auch ein Cover gehabt, wo Conan eine Maske trug. Also Leute, werden wir wahrscheinlich dann die ganze Sippschaft, nämlich Kogoro, Conan und Co., neben Hugo und Shihaya in der besten Form ist. Das heißt auf jeden Fall wieder WPS lastig. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Verspricht aber meiner Meinung nach relativ vielversprechend zu werden. Warten wir einfach mal ab. Ich hoffe, dieses Spoiler hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Aka.